Schön, dass ich wieder hier sein darf. Danke, dass ihr hier seid. Ich genieße das sehr. Lieber klein und fein. Ja, ich habe mir hier als Überschrift mal aufgeschrieben, kocht die Corona-Suppe jetzt über? Wer wird sie auslöffeln? Wer verbrennt sich die Finger? Dem rührigen Team erstmal herzlichen Dank dafür, dass das hier auf dem Altmarkt keine Stagnation bringt, sondern es läuft einfach weiter. Spaziergang an der frischen Luft ist wohl notwendiger als je zuvor. Dass wir über die scheinbare Selbstverständlichkeit von Sauerstoff in der Atemluft nachzudenken haben. Wir haben ernstlich Not abzuwenden. Es ist richtig, hier zu sein. Es ist ernst. Ich betrachte es als Segen, dass es Frauen und Männer wie euch gibt, die es nicht billigend hinnehmen, dass wir hier am Nasenring durchs Land gezogen werden sollen. Es ist eine Tatsache, dass Schweigen als Zustimmung gewertet wird. Das ist ein Fakt. Und es ist eine Wahl, die jeder für sich zu treffen hat. Es ist nicht nur unser ureigenes Recht, eine eigene Meinung zu den Entwicklungen zu haben, und die auch zur Sprache zu bringen. Es ist auch die Pflicht, besonders für die Menschen, denen ihre gesellschaftliche Rolle Obhutspflichten übertragen hat. Das gilt ganz besonders beim Umgang mit Kindern und unterstellten Menschen, insbesondere wenn es um deren schutzbedürftige Interessen geht. Die Corona-Pandemie erscheint inzwischen weit weniger tödlich, als die Hysterie vermuten ließ. Doch gibt es offenbar heftige Nebenwirkungen beim klaren Denken. Die Verhältnismäßigkeit der Mittel ist in Frage zu stellen. Etliche Regelungen sind fern jeder Logik. Wo sind denn unsere Juristen? Leider treten mittlerweile die Folgen einer sklavisch verfolgten Maskentragepflicht immer deutlicher ins Bewusstsein. Da haben wir es doch, das Bewusstsein. Masken werden sehr schnell vom Schutzsymbol zur Bakterienschleuder. In den Lungenkliniken werden die ersten Opfer von Verkeimungen behandelt, wie Ärzte berichten. Es widert mich an, Bilder zu sehen, wo Kleinstkinder mit Masken abgebildet sind. Inzwischen gibt es einige Todesfälle von zuvor kerngesunden Kindern und Jugendlichen. Was muss denn noch alles passieren, ehe diese vollständig überzogenen Schutzmaßnahmen fallen? Wer trägt die Verantwortung? Es verunfallen Kraftfahrer mit ihren Fahrzeugen, weil wegen Masken die CO2-Werte im Blut den Körper in die Ohnmacht schicken. Dennoch fahren treu und brav viele Fahrschulen mit ihren Fahrschülern mit Masken, weil es ein Hygienekonzept so vorsieht. Das zieht sich bis zur Prüfung, als wenn es die Neulinge nicht schwer genug hätten, zumal unter den psychischen Belastungen der Fahrprüfungssituation. Ist all das ein angemessener Umgang mit einer Gefahr, wenn die damit ausgelösten Gefahren größer werden als die vermeintliche Gefahr? Eine diese Woche in Umlauf gekommene Dissertation von 2004 zum Thema CO2-Anteile im Blut bei Medizinern, die unter Maske arbeiten, hatte zum Ergebnis, dass bereits nach 30 Minuten Tragezeit messbare Einbußen an den kognitiven Fähigkeiten entstehen. Auf gut Deutsch, das Denken und Merken und Erinnern wird schlechter. Darüber hinaus vermindern sich die Qualitäten des sensomotorischen Bereiches. Mit anderen Worten, Wahrnehmung und Bewegungspräzision werden schlechter. Die Studie redet hier von den Qualitäten von Ärzten während Operationen. Übrigens, Berufskraftfahrer mit einer Schlafapnoe werden seit Jahren konsequent aus dem Verkehr gezogen, weil ihre Sauerstoffsättigung im Blut so miserabel wird und das nur durch Atemaussetzer während des Schlafes, dass diese in völlig unberechenbarer Weise auf dem LKW einschlafen. Vor dem Hintergrund wird jetzt sicher jedem klar, warum ich sehr sauer wurde, als ich von meiner Tochter hörte,
dass sie an ihrer bayerischen Schule im Unterricht nicht nur zum Maskentragen wiederholt ermahnt wurde, es wurde die komplette Abdeckung der Atemwege eingefordert. Wirklich? Den ganzen Tag eine Maske vor den Atemwegen. Wie sollen die da lernen und merken und erinnern und sprechen? Seit letzten Mittwoch hat es zum Glück ein Ende. Doch mal klar gefragt, wer haftet eigentlich dafür, wenn Wohlbefinden und Gesundheit den Bach runtergehen? Der Landkreis? Das Schulamt? Die Schule? Der Lehrer? Damit es nicht langweilig wird, gibt es eine Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen in Bayern. Den Busfahrer, in dessen Bus zuletzt das Mädchen ohnmächtig wurde und im weiteren Verlauf im Krankenhaus verstarb, erwartet ein Verfahren, weil er der ohnmächtigen Schülerin nicht die Maske von den Atemwegen nahm. Wer hat denn hier die Ursachen gesetzt? Und selbst wenn das alles juristisch aufgearbeitet wäre, die Kleine kommt davon nicht zurück. Das Leid der Eltern bleibt. Ganz spannend finde ich den sonderbaren Umstand, dass bei der professionellen Suche nach der Dissertation des geschmeidigen Herrn Dr. Drosten keine Dissertation aufzufinden war. Ja, eine Dissertation war noch nicht einmal katalogisiert. Und auch bemerkenswert, der PCR-Test hat bis heute keine CE-Kennzeichnung. Heute wurde übrigens das Tun des Herrn Dr. Drosten beim Vortrag im Bundestag nach wissenschaftlichem Maßstab intellektuell komplett zerlegt. Herzlichen Glückwunsch, wir sind auf dem richtigen Weg. Es dämmert nicht, ich glaube, es tagt. Passend dazu haben mich die öffentlich-rechtlichen ARD und ZDF überrascht. In eigenartiger Übereinstimmung mit den schrecklichen Verschwörungstheoretikern war vor kurzem zu sehen und zu hören, dass von den 30.000 bereitgehaltenen Intensivbetten für Corona in Deutschland brutale 447 Betten belegt waren. Ich habe mal nachgerechnet, das sind nicht mal 1,5% der Betten. Es war da zu hören, dass die Infektionszahlen nicht mit Erkrankungen gleichzusetzen sind, auch dass der PCR-Test nicht mal in der Lage ist, eine Infektion sicher zu definieren. Obwohl selbst Herr Drosten ähnlich lautende Aussagen abgegeben hat, laufen diese Tests Anzahl steigend. Was die Sender übrigens nicht erwähnt haben, ist, dass es starke Indizien gibt, wo mit dem Test eine Chip-Einbringung in dem Körper bezweckt sein kann, dann bist du ortbar, auslesbar, manipulierbar bis hin zum Tod. Technisch ist das mit den Skalarwellen, auf denen die Zellkommunikation fußt, recht einfach. Wen das näher interessiert, der suche mal nach dem Namen Konstantin Meil, ein Professor, der das sehr zu Nutzanwendungen zu verstehen weiß. Das gibt es im Netz zu finden. Konstantin Meil, der erklärt das Technische meisterhaft. Weiter hieß es in den Öffentlich-Rechtlichen, wir haben keine Übersterblichkeit im Land und liegen seit April in den Werten der Vorjahre. Waren bis Juni rund 1,8% der Todesfälle an oder mit Corona Verstorbenen, ja, diese schräge Satire ist nicht von mir, ist seit Juli die Zahl der Verstorbenen mit Corona-Hintergrund unter den Wert von 1% gesunken. Ja, und jetzt noch eine Überraschung. Echt überraschend, wirklich. Das RKI heute empfiehlt nicht, wortwörtlich, stellvertretender Leiter, Desinfektion und Gesichtsmasken im Alltag. Herzlichen Glückwunsch. Als sich 1989 in der DDR das Fernsehen entschuldigte für grob fehlerhafte Berichterstattung, war 5 Tage später die DDR Geschichte. Hoffen wir das Beste. Zum Fazit heute.
Ist es unter diesen Fakten politisch unkorrekt, den Wert und Sinn der Regelungen wie Maßnahmen zu hinterfragen? Wer sind die Nutznießer dieser erbärmlichen Vorstellung? Einer der Interviewten sagte der ARD ganz nüchtern, wir müssen mit dem Virus leben. Ich sage euch, da hat er recht, aber mit vollkommen überzogenen Maßnahmen wollen wir nicht leben, das wollen wir nicht. Es braucht Sachverstand und Angemessenheit der Mittel in allen Belangen, die eine Gesellschaft betreffen. Wir sind seit Februar bereits massiv beeinträchtigt in allen Bereichen. Familie, Arbeit, Schule, Sport, Vereinsleben, Wirtschaft, Gastronomie, Tourismus und nicht zuletzt mit Behörden, die im Notprogramm arbeiten. In meiner einfältigen Denkweise finde ich, vielleicht sind diese ganzen Verwerfungen und Spaltereien ja weiter nichts als Nebelbomben, die den Blick verstellen sollen vom anstehenden Währungscrash des Euro und dem angelaufenen Kollaps der Wirtschaft, der sogar noch durch die verfehlten Maßnahmen bewusst angeheizt wird. Während man bei dem brandaktuellen Wirecard-Skandal sieht, welcher Art Wesen unsere Eliten sind, werden ehrenhafte medizinische und ökonomische Fachleute von Regierung und Mainstream-Medien wie auch von Mitläufern diskreditiert, weil es der politischen Agenda zuwiderläuft. Sind das die Interessen von 80 Millionen? Es ist widerlich, wie mit wirtschaftlichem Druck Menschen zu einem Verhalten getrieben werden, welche sie aus eigenem Antrieb nie zeigen würden. Eine verantwortungsvolle Führung würde den Dialog mit den Fachleuten suchen und unangemessene Sanktionen umgehend zurücknehmen. Was erblicken wir? Vielleicht ist ja Licht am Ende des Tunnels im Moment. Scheint mir das. Ich möchte schließen mit der Bitte, dass du mich vielleicht bei meinen Wünschen begleitest. Lasst uns die Gemeinschaft pflegen, damit wir in Frieden und Gesundheit eine kerngesunde Gesellschaft in Ehrlichkeit und Sinnhaftigkeit zum Nutzen der Einwohner gestalten. Da bin ich auch ganz bei dir. Damit wir in Sicherheit leben, sei in uns Klarheit über Störer und Saboteure dieser Werte und Konsequenz im Umgang mit diesen. Ich bete für Rechtssicherheit in meiner Heimat. Lasst uns Ideen entwickeln und umsetzen für eine lebenswerte Gemeinschaft und sei eine reiche Fülle an Freude und Wohlstand, an Herzlichkeit und Menschlichkeit und Glück gegeben. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns spazieren gehen.